Oh shit. Und damit willkommen zurück zu meinem Part. Ich glaube, ich gehe hier wieder hoch, aber oben eine lange Rast machen. Wie wäre es damit? Hebel können wir nicht betätigen, oder? Innerhalb des Kampfs. Deprimierend. Wie sieht die Lage aus? Ein Stahlwächter? Vielleicht potenziell noch mehrere? Ein paar von den Leuten. Und wir sind ziemlich angeschlagen. Den müssen wir irgendwie auf Abstand halten, wenn es möglich ist. Ich begebe mich trotzdem mal nach draußen. Okay, Karlach zum Glück. Noch in Ordnung. Ein bisschen heil gewohnt werden. Oh wow, kritischer Fehlschlag. Aber es hat was getroffen. Wie sieht denn das mit der Münze aus? Die müssten wir mal. Könnten wir hier mal gebrauchen. Bonusaktion. Ach du Scheiße. Einfach in den Fahrstuhl reingelangt. Na danke schön. Sitzen wir hier im Sud. Können wir das hier überleben? Wird eigentlich im Fahrstuhl drin bleiben, aber. Jo. Ich glaube nicht, dass wir das überleben. Also mein Charakter. Also eigentlich sind es ja nicht wir. Das ist nur ein Charakter, den wir selbst gestaltet haben. Das ist mir ja. Man muss ja beachten, dass das hier. Stehe ich in der Suche. Und darf nicht raus. Also allein die Tatsache. Wo haben wir denn hier hingestochen? Die Tatsache, dass wir mit WASD steuern und es die Kamera ist, finde ich schon. Jetzt können wir hier keinen angreifen oder was? Ein bisschen ungut. Wer unterhält sich denn hier so fröhlich, während wir hier kämpfen? Kein Ziel. Viel Schlaf, fantastisch. Kein Ziel, nicht erreichbar. Die Gondolier ist schon fast tot. Okay, also die anderen Gegner sind eigentlich schaffbar. Bis die Stahlwache müssen irgendwie ausschalten. Creature-Treffer, na toll. Und Karlach steht noch ganz gut. Ungültiges Ziel, was denn?
stellen sich ja wieder auf unsere Seite, wenn sie tot ist. Ich habe keine Hoffnung. Nein. Das darin ist gleich hinüber. Wir hätten Game mitnehmen sollen. Okay, der geht doch gleich in die Luft. Sollten wir vielleicht mal aus dem Weg gehen. So viel dazu. Immobil, das passt mir gar nicht. Ja. Oh Gott, wir haben keine Heilung mehr. Wir sind so am Arsch. What the fuck? Die Kämpfe sind doch erstaunlich unfair. Kala von DC stehen noch gut. Starin müssen wir wieder aufgeben. Und Minecraft irgendwie, ja. Heilen können. Ich muss ob da noch einfach noch heilen können. Du Scheiße. Ich hoffe, soweit die Steilwache weg ist und hier Schwarzhelm. Wahrscheinlich die nächste Stahlwache schon. Das ist scheiße. Immobil. Oh Gott. Das wird Karl auch weit sprengen. Wir können nichts machen. Ist das scheiße. Stehe ich auch noch im Weg. Kann ich hier irgendwie rüberspringen? In den Radius rein. Bin zu geliefert. Na gut, was soll es. Vielleicht nimmt die ein bisschen Leute mit. Nächste Runde wird sie explodieren. So, Heilerin ist tot. Ja, gebt euch alle mal in den Radius rein. Und da viel zu wenig hier drin. Na, es war so klar, das will ich nicht. Ich will nicht rauskommen. Wären hier die gewesen, den zu besiegen, bevor er explodiert. Ich glaube, das ist die Lösung, um mich zum Explodieren zu bringen. Oh Gott. Und da kommt die nächste. Wenn so am Arsch. War ein netter Versuch. Wir müssen weg hier.
Oh, scheiße. Weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch schaffen können. Der Spielstand hier. Ich gehe am Boden und das alte Schwede. Was bringt es uns, wenn wir alle tot sind? Ach du Scheiße. Hier oben gibt es kein Entkommen. Andere Kämpfe. Die Stahlwache wird doch hinterherkommen. So macht ihm ein Ende. Alle tot. Brutal. Können wir hier irgendwie durchrennen im nächsten Zug? Wir müssen eigentlich hin, da ist eine Tür drüben. Das könnte was bringen. Wenn jetzt der verzweifelte Angriff. Die Stahlwache wollte ich sagen. Aber wohl nicht. Nächsten einen noch getötet. Nubie, na toll, damit werden wir sterben. Nächster Tod. Müssen wir versuchen, dort zur Tür zu rennen. Jetzt gibt es ja auch noch die Möglichkeit. Kontrollzentrum vorkommen. Ja, das ist da. Da müssen wir hin. Vielleicht können wir einfach durchrennen. Und hier. Die Runden zum Sprinten nutzen. Heftig eine Möglichkeit. Haben wir ja schon mehrfach gemacht. Eine Trollfestung und so. Wäre eine Maßnahme. Man muss jetzt. Ich hätte einfach eine lange Rast machen müssen. Einfach mal raus. Wir haben jetzt die Vorhalle besiegt. Und da hätten wir ja. Eigentlich hätten wir die Zeit nutzen können. Aber vorne drin steht, läuft ja noch eine Stahlwache. Ich glaube nicht, ob das gegangen wäre. Muss man versuchen dann nochmal. Versuchen wir die Durchrennmethode. Kann klappen, muss nicht. Am Anfang stehen die ja noch relativ weit hinten. Das heißt, könnte gut klappen, dass wir ein bisschen Land gewinnen. Sondern stehen ja nicht direkt gleich vorne. Daher könnte es passieren. Und die Beschriftung sah gut aus. Kontrollkammer sieht nach dem aus, wo wir hinwollen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn da nicht schon der nächste Kampf stattfindet, was sehr wahrscheinlich ist. Oder wenn sie uns folgen können. Aber der Versuch ist wert. Ist jetzt so blöd, dass wir hier keine Rast machen können. Wirklich sau blöd. Und ist hier auch nicht die Option, da zur Tür rauszugehen. Könnten wir dann zur Not, wenn es gar nicht klappt, nochmal versuchen, aber da draußen steht noch eine Stallwache, die uns bewacht. Hier wird andere zu sich rufen. Das meine ich hier erstmal ein bisschen. So blöd ist, weil wir da direkt reinrennen, aber. A better position. Dann kassieren wir hier erstmal schon.
Bis da sind wir ja schon fast da. In position. Wir müssen vor allem meinen Weg frei machen, dass andere noch durch können. Ein Fehlschlag. Fantastisch. Ich habe die Schleierwache an, was ein bisschen blöd ist. Karlach liegt hier. Jetzt kommt ein anderes Steilwache, die uns jetzt hier. Oh, scheiße. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch. Oh, what? Und warum zum Henker? Wie kann das passieren? Warum ist. Wie kämpfen wir jetzt hier im Fahrstuhl oder was? Wir müssen jetzt hier vorbei. Ich glaube, nö. Alter, das ist unfair. Spiel. Eine Stahlwache im Aufzug, dein Ernst. Dein fucking Ernst, und du könntest nicht angreifen. Wir haben hier keine Angriffsreichweite. Was zum. Du wirst mich treuen, oder? Eine Stahlwache im Aufzug. Are you fucking serious? Sehe nicht, dass wir da rauskommen. eine fucking Stahlwache im Wie soll das denn gut ausgehen? Hm. So, aber da kommen wir mit ihr nicht raus. Dieser mein Charakter da durchkommen. Vielleicht können wir die irgendwie ausschalten. Fehlschlag, na toll. Kannst du mal treffen? Scheinbar nicht. Wenn wir alle durch ihn schaffen würden. Und die Heilerin ist jetzt im Fahrstuhl mit der Wache. What? Warte, wir haben noch eine Attacke, die wir nicht vorher sterben. Ah, fantastisch. Auf den Treppen gestorben. Willst du die noch alle machen oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Karlach. Wir sind wahrscheinlich wieder immobil. Wir können nicht rennen. Ach, was für eine Scheiße ist das hier? Ich hätte hier meinen Alleinkampf gegen die Wache. Na gut, ich bin raus hier. Und bin tot. Na, durchrennen ist vielleicht doch nicht so die Möglichkeit. Und hier nach oben rennen. Das wäre ein mega Umweg, aber natürlich besser als mittendurch.
bessere Taktik als durch. Make way. Wir kassieren auf dem Weg so viel. Versuch's trotzdem noch weiter. Also hier der Weg, da sind ja nur ein paar Leute, dann können wir vielleicht vorbei. Komm, die steil waren dann wahrscheinlich hoch, aber es könnte ein Weg sein, um dahin zu kommen. Die Steilbahn kommen natürlich hinterher, aber den Versuch ist wert. Und besser als hier. Ist ja auswegslos. Letzter Schlag. Jetzt alle auf Karlach. Oh, das wird gut. Okay, den letzten Versuch hier, ansonsten müssen wir mal gucken, dass wir... Oha. Das haben wir überspeichert oder was? Als ob. Bin ich blöd? Mein ganzes Kampfding, weil wir ein Dings gehabt haben, habe ich überspeichert. Aber dann müssen wir nochmal richtig gehen, einen Überzeugungswurf. Müssen wir den nochmal machen. Ich weiß nicht, wie man hier durchschleichen ist ja schwierig. Wenn du durch den Hintergang durfst, da war was möglich, wo wir dann auch angegriffen wurden. Versuch's einfach nochmal. Und jetzt müssen wir uns nochmal durchschleichen hier. Und jetzt haben wir noch mehr Gegner drin. Darf man nach hier verlegen? Und da steht schon eine Steuerwache, fantastisch. Blöd, dass wir nicht nacheinander dran sind.
wieder eine Steilwaffe vorbeikommen, das. Ich weiß nicht. Und es steht die Steilwache dort wieder. Das ist doch nicht wahr. Da kommen wir doch nie im Leben vorbei. Das ist Fließspiel, weißt du das? Okay, so wird das im Leben nichts mehr. Wir schleichen uns hier hinten durch. Das wird nichts. Dann haben wir bessere Chancen hinten durch. Auch wenn das brutal scheiße war. Ich habe die Hoffnung, dass wir dort richtig sind, dort hinten. Ich weiß es nicht, aber... Durch den Haupteingang reinschleichen ist vielleicht nicht so die geile Idee gewesen. Vielleicht müssen wir einen Hintereingang nehmen. Ich guck, wurde gerade schon mal ein bisschen tutorialmäßig. Okay, es gibt vielleicht einen direkteren Weg hinein. Perhaps if I ripped out the hydraulics, started from. That could work. Will cause massive destabilization. Perhaps if I adjusted the watch's rotary. But then optical targeting would need rebalancing. Blast this can of worms. Perhaps if I ripped out the hydraulics, started fresh. Work will cause massive destabilization. Perhaps if I adjusted the watch's rotary, but then optical targeting would need rebalancing. Blast this can of worms. Perhaps if I ripped out the hydraulics, started fresh. Okay, versuchen wir mal hier einen Schritt zurück. Destabilization. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht schon da waren, aber... Was sind wir... Okay... Hier ist nur ein anderer Eingang. Wir wollen hier runter. Schließt die Tür. Okay, wir schleichen uns hier runter. Hoffen wir, dass er keinen Alarm schlägt. Und hat wirklich eine lange Rast. Ich riskiere hier mal eine kurze Rast. Eine lange Rast nicht möglich. Some rests better than none. Wir geraten hier nicht sofort in den Kampf rein, wie sonst immer. Eigentlich müsste das gehen, dass wir uns hier durchsteichen.
Verfluchte Scheiße. Eigentlich muss man sich hier doch. Muss hier durchschleichen können. Jetzt haben wir eine Stahlwache direkt hier. Ah, wir können heilen. Okay. Badische Inspiration. Kalach ist als nächstes. Oder auch nicht. Ein Fehlschlag, sehr schön. Nehme ich mal für uns einen Fehlschlag. This is my happy place. Over there. Und explodiert sind wir hier am Arsch, deswegen müssen wir uns mal ein bisschen verteilen. Da kommt dann gleich noch eine zweite Stahlwache, ich weiß. Vielleicht können wir uns an der vorbeischleichen, irgendwie. Okay. Warum schon die Immobilität? Diese Immobilität, das verstehe ich nicht. So ein Blödsinn. Das macht uns komplett kampfunfähig. Na, fantastisch. Wo stehen wir denn jetzt hier? Fehlschläge. Gefällt mir. Ah, fantastisch. Versuchen wir dorthin zu kommen. Jetzt habe ich nicht angreifen können. Geht nicht mal hier runter. Ich bin bewegungsreichweite. Ja. Hat zu wenig gebracht. Jetzt wieder mobil. Nicht sterben, Kalach, ich brauche dich noch. Für die zweite Stahlwache. Hier rennt hier mal rein in den Springradius. Wo hast du da gerade hingehauen? Ach, auf mich. Darum ist noch erstaunlich unverletzt.
brauche mal Heilung auf mich selbst. Und mein Sprung nach unten. Oder auch nicht. Immobil. Was ist denn dieses Immobil? Was ist denn... Krampf. Was soll denn dieser Scheiß? Stehe ich direkt im... mit das Hauptziel von der Baron. Fantastisch. Karlach kämpft hier alleine gegen alle. Ist erstmal gelähmt. Wir werden es nicht aus dem Radius schaffen. Hier können wir noch ein paar andere reinschubsen. Super, rennen hier noch mit rein. Sehr schön. Ich bin fast tot. Die zweite Wache. Oh je. Aufhelfen, aufhelfen. Wir können mal hier rein, das Wort. Karlach kann es gebrauchen. Jetzt ja auch, aber ich hätte es gebrauchen können. Und Karlach hier unten. Ein bisschen Heilung. Fehlschlag, na toll. Danach durchhalten. Feature-Treffer. Wenn ich immer Misserfolge habe und die GR habe und ich Gegner mal Erfolge. Ach du Scheiße. Ich hab gehofft, dass die dahin nicht hinkommen. Hätte uns doch gelungen. Ne, wir müssen hier wieder aufhelfen. Schön verschwendeter Rettungswurf. Nächstes Astarion mal in Sicherheit bringen. Schlag bin ich sowieso auch wieder ausnocken. Jetzt mache ich unten mal den Weg frei. Dann sollte ich nur noch mit der Steilwache kämpfen müssen. Verdammten Stahlwachen. Von oben.
Kalach braucht es am dringendsten. Oder wir brauchen Kalach am dringendsten. Da war es nur noch die Stallwache. Das war vorauszusehen. Ach shit, was zum Henke, warum? Warum? Na, das war ein cleverer Zug. Zu clever für eine Stallwache. Zwei in einem Zug, alter Schwede. Was zur... hat einfach Rätsel und hier nur in einem Zug ausgeschaltet. Was zum Henker hast du vor? Was habe ich gerade besiegt? Na, stand gerade 0. Wir müssen unsere Freunde wiederbeleben, bevor die sterben. Ah, wir sind am Arsch. Na komm. Kann doch aufhelfen. Und nicht looten jetzt. Aufhelfen. Of course they fell. Okay, sehr schön. Ein Gedicht. Ich bin überlastet von dem Gedicht. Also, jetzt können wir uns vielleicht weiter durchschleichen. Und mich mal fallen lassen. Ah, okay, da ist jemand, der Nächste. Nächsten Kampf schaffen wir nicht mehr. Wenn nur eine Stahlwache ist, wie beim Arsch. Das ist keine Stahlwache, wie ich sehe, aber andere Leute. Der Fahrstuhl geht dann runter, oder was? Oh no. Dafür sind wir nicht bereit. Wie sollen wir da denn bitte durchkommen? Was wollen wir eigentlich hier? Da geht's eventuell weiter. Können wir uns irgendwie da durchschleichen? Unwahrscheinlich. Und ohne Stahlwache wird es vielleicht schaffbar sein. Nee, hier steht immer jemand. Ist immer ein Blick gerichtet. Da durchzukommen wird unmöglich. Vielleicht kann man nur gegen die drei kämpfen. Okay, ein Versuch ist wert, auch wenn wir einen Überraschungsangriff besser machen könnten. Okay, was soll es? Sind nur die hier. Viel stark natürlich, was sonst? Die sollten hier im Vorteil sein, oder nicht?
Fernkampf teilnehmen. Was, wenn Astara nicht teilnimmt? Ist schon mal durchschlecht. Vorkammer. Das ist gar nicht so schlecht. Niemand rumlassen. Okay. Was passiert hier? Umgebungszug. Blood comes easy these days. Lass den da erstmal stehen, dass wir die Wachen ausgeschaltet haben. Was war das denn gerade? Versucht die Wache zu heilen. Verstummt. Ah ja. Ach komm, die kriegen wir hin. Bitte was? Es sind nur zwei, drei. Natürlich ein Fehlschlag. Lächerlich von mir was anderes zu ahnen. Okay, er ist tot. Kritischer Treffer. Magie ausschalten. Natürlich ein Fehlschlag. Ach. Nicht gut. Prinzki's Motivation Sequence aktiviert. Und jetzt müssen wir irgendwie. Wo kommt sie her? Warning. Sequence Trigger imminent. Okay, können wir den nicht. Können wir nicht ausschalten? Okay, hier ist noch jemand. Hier können wir den Motivator nicht ausschalten. Banes Befehl. Ah, Astaron ist eingestiegen. Ah, na toll. Noch mehr Kämpfer. Fantastisch. The earth shuddering beneath your feet in response. It must have come from somewhere nearby. Perhaps in Grey Harbor. Das ist kein gutes Zeichen. Nicht Bewegungsreichweite. Bedauerlich. Ich muss hier mal aufhelfen, bevor sie tot zum nächsten Zug. Blöd ist hier so.
zu weit weg bin mit ihr. Vom nächsten hoch, als ob wir das noch überleben werden. Haben zwischendurch nicht gespeichert. Echt doof. Natürlich ein Fehlschlag. Starim ist noch kurz dabei. Verdammt. Nicht sterben. Hier ist mal selbst. So was wie Heiltränke haben wir doch bestimmt, oder? Jetzt zumindest für mich. Immer auf die Schwächste angreifen, ja genau. Dann machen wir ja auch. Ist natürlich kein Heiltrank dabei. I wonder if this is worth the cost. Müssen wir mal vor dem Kampf verteilen, die Heiltränke. Es ist dran. Ich brauche Heilung. Und Karnach. Kommen jetzt hin. Prozent an Puppe sind auch eine blöde Sache. Na komm, das schaffen wir doch. Wenigstens keine Stahlwachen hier. Wie viele sind denn das hier noch? Okay, schön. Danach rein. Kann ich noch einen Trank trinken? Nee, kann ich nicht. Nicht schlecht. Geht's nicht gut, aber wir brauchen sie im Kampf. Halte durch. Ich
Starring mit seinen Angriffen immer. Diese Fehlschläge. Na komm, halt sie durch, Leute. Sehr schön, einer weniger. Ich misch mich da auch mal ein. Ein Fehlschlag. Könnten wir schaffen. Und die nächste. Puh. Und das war ja mal was. Na, das ist nicht möglich. Heilen auch nicht mehr wirklich. Hoffen wir, dass wir hier irgendwie durchkommen. Schöne Sachen. Teilkistenschlüssel. Streitkolben, den brauchen wir keinen. Jetzt schnell mal speichern. Und rein hier. Na komm bitte. In 30. Schaffen wir nicht mehr, wenn wir gut sind. Irgendwo ein Schlüssel. Ist jetzt für immer verschlossen oder was? Kein Liebeswerkzeug verfügbar. Da sind wir wieder mit der Problematik. Ich habe noch ein paar Tränke. Habe ich noch mehr Tränke? Ich kann mich an einen super mega Trank erinnern, der hier einiges konnte. Aber egal. So, die Heilen sind jetzt hier erstmal frei. Fahre so weiter. Nichts drin. Wenn wir keinen Schlüssel finden, müssen wir wohl.
Müssen wir wieder mit dem Aufzug runter. Das könnte blöd werden. Schlüssel zum Kontrollzentrum, das ist das, was wir gebraucht haben. Hier geht nothing. Ich habe gespeichert. Und werde es hier nochmal tun. Schön, Klaas. Nur heftige Hirngläser. Ich hoffe, das ist nicht blöd, hier einfach durchzugehen, ohne Hirngläser zu zerstören. Path lies before me. Oh oh. Natürlich Stahlwachen. Und 3 an der Zahl. Hatten das noch aus? Eigentlich nein. Gut. Vielleicht schafft es ja einer durch. Den Kern hier aber sabotieren. Das ist, glaube ich, das, was wir machen müssen. Aber ich glaube, das machen wir erst im nächsten Part. So, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Da schauen wir mal weiter, was wir hier anstellen können. Obwohl, Emma, mache ich es noch kurz. Vielleicht überziehe ich damit den Part. Wir haben hier gespeichert. Wenn es nicht klappt, machen wir das nächste Mal. Nein, die machen wir hier. Speichern wir nochmal. Wenn es nicht klappt, machen wir es beim nächsten Mal nochmal neu. Sind alle angeschlagen. Bin so am Arsch, dass hier nicht klappt. Versuche das alleine, nicht durchzuschleichen. Ah, das war so klar. Das überleben wir nicht. Stahlwächter Titan. Sollen wir das denn ohne? Ohne lange Rast, ohne irgendwas. Wie soll das denn gehen? Fantastisch. Wir sind so am Arsch. Komm, das große Viech hier. Das wird doch nichts. Und gut, dass jetzt alle in der Mitte sind. Vielleicht schaffe ich es dann hier. Außenrum. Ich bleib schon mal in der Mitte. Das war so klar. Jetzt soll ich meinen Charakter opfern?
taking position. Kritscher-Treffer. Das habe ich erwartet hier in der Halle. So, das schaffen. Lass Darion schnell weg hier. Hin hier. Das war doch schon mal das. Doch schon mal in dem, Raumschiff der Dings hat das schon geholfen. Das war ein Voranlassen. Wenn die anderen tot sind, ist das natürlich blöd. Wow. Müssen die auf einen Schlag töten? Okay, ist das darin der einzige? Dann können wir es darin halt durch. Schnell hier hin. Das ist blöd, dass der jetzt im Weg steht. How about this? Let's wait until no one's trying to kill me. Mit was? Habe ich das richtig verstanden? Now is not the time. Oh Gott. Wir müssen die wirklich ausschalten. Das schaffen wir nicht mehr. Wie sollen wir das jetzt? Also wir können, als ob wir die Sache erst bedienen können, wenn... Maybe later, when I'm not locked in combat. Großartig. Vielleicht können wir einen außerhalb des Kampfes behalten. Ja gut. Versuchen wir das nächste Mal nochmal. Vielleicht finden wir einen Weg, hier durchzuschleichen. Mit dreien angreifen. Und einer noch außerhalb des Kampfes ist. Wenn Idee. So schaffen wir diesen Kampf nicht mehr. Gegen vier Stahl gegen drei Stahlwaren und ein dieses große Monster. Killing people now, playing with doodads later. Alle tot. Na komm, macht schon. Bin noch zu schwach für euch. Ich warte. Ein Fehlschlag. Die haben den ziemlich langsam gespoten. Na komm. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.